Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Platin Ride hier bei mir auf dem Kanal. World Tour Events sind wir beim letzten Mal stehen geblieben, relativ sehr erfolgreich, sage ich jetzt mal. Hier in der Middleweight Group, bis auf den Track Day, der geht mir immer nach wie vor nicht aus dem Kopf, der geht mir tierisch auf den Sack. Aber egal, hier bei den zwei Zylindern, genau. Und da gibt es natürlich hier, ich weiß jetzt natürlich nicht, ich muss ja Platz 1 erreichen, ne? Von hier der World Tour, also von der Rangliste her, Platzierung und so weiter. Und es gibt ja hier jede Menge, ne? Auch noch hier Unterkategorien, zum Beispiel hier, ne? Ja, weiß ich natürlich nicht, ob ich wirklich alles fahren muss. Ja, weil es natürlich hier doch einige sind, zum Beispiel auch selbst hier, Modern. Ach, lol. Ja, gut, hören wir uns das gerade mal eben an. Versucht der Mensch, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. In Gedichten, Bildern und Liedern. Dies passt aber nicht zu allen Gefühlen. Manche Gefühle lassen sich nur mit dem Tosen des Windes und dem Donner von Motoren ausdrücken. Diese Bikes vereinen Technologie, Stil und Leidenschaft. Sie sollen eins mit dem Fahrer werden und ihn bis an seine Grenzen führen. Für manche sind sie nur Motorräder. Doch für uns moderne Ritter auf der Suche nach Adrenalin sind sie mechanische Rösser, die unsere Träume beflügeln. Bam. Auch wieder episch, richtig geil. Und da gab es die ZX-10R. Geil, ne? Also ganz klar. So, genau, hier gibt es auch wieder 6 verschiedene Dinger. Ich glaube mal echt nicht, da ich ja jetzt schon knapp unter den Top 200 bin, dass ich hier wirklich immer alles fahren muss, um auf Platz 1 zu kommen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal querbeet alles durch mal probieren, ne? Was sehen wir denn hier als nächstes? Historic Superbikes? Ich weiß es echt nicht. Scheiße. Weil eigentlich sind wir ja hier noch, ne? Hier geht's 5, 5, 5, 5, 7. Ach nee, komm, scheiß drauf. Bleib mal dabei. Baller mal hier alles durch. Magni-Cours. Mal wieder. Kanto Tempel. Als Einzelrennen. Ach, ein Track Day. Ein Track Day. Na dann. So, nehmen wir die Street Fighter. Die passen wir jetzt aber noch ein bisschen mehr an. Das machen wir jetzt einfach mal. Kohle haben wir ja jetzt genug, ne? So, klatschen wir mal alles rein hier. Nehmen wir jetzt einfach mal das hier. So, ballern wir da alles rein hier, was das Zeug hält. Oh, zack. Zylinderkopfbearbeitung machen wir hier mal das Höchste rein. Na, bam, so. Aber ich bricht am besten echt immer mal noch. So. So eine Höchstgeschwindigkeit. Oh, guck mal das an hier. Ja, machen wir den hier, ne? So. Bam. Jetzt haben wir schon 7,1 in Höchstgeschwindigkeit. Übertragung wahrscheinlich auch ganz wichtig. Ja, okay, ein bisschen mehr Beschleunigung. Ja, komm, was soll's. Was soll der Geiz, ne? Ballern wir jetzt mal alles rein hier, dass wir das ja schaffen. Nehmen wir das. Ist eh egal. Höhere Beschleunigung ein bisschen, eine andere Kette. Ja, komm, nehmen wir eine goldene. Das passt hier zu der Federung. Ach, Moment. Ja, doch, passt. Alles klar. Bremsen und Federung. Bremsklötze, Bremssättel, Flexbremsleitung. Was bringt das hier? Ah, das Fahrverhalten wird hier besser. Naja. Es wäre dann zu viel Gold. Ja, okay, holen wir das noch. Holen wir mal das hier noch. So, und jetzt testen wir das einfach mal aus. Wie das aussieht. Mit der getunten Ducati. Im Track Day. Ich will jetzt nämlich mal die Trophy haben fürs Track Day. So, zack, los geht's. 146,1 PS auf zwei Rädern. Bam. Oida. Ach ja, genau. Da, das kriegen wir jetzt wahrscheinlich durch. Der desmodromische Testa Stretta 11 Zoll. 11 Grad. 11 Grad, eigentlich, oder? 11 Grad Motor ist direkt vom Testa Stretta
Evolutione der 848 Evo abgeleitet und der Gitterrohrrahmen wurde entsprechend der Street Fighter 1098 angepasst, um zum Aufbau ihres Supersport-Pendants zu passen. Sein Aussehen verdankt dieses Bike aber eher seiner älteren 1098er-Schwester, die 2009 zum Bike des Jahres gekrönt wurde, da Teile des Motors frei liegen und vorne die zwei charakteristischen Kühlkörper sichtbar sind. Okay, oh Gott. Die Marzocchi, Vordergabel, ist komplett verstellbar, während die Heckgabel aus einer einseitigen Aluminiumschwinge mit progressiver Dämpfung, ja. Genau. So. Dann schauen wir uns auch mal Track Day, das wäre jetzt gelacht. Auf jeden Fall ist es auch wieder eine andere Strecke mit mehr Geraden, deswegen habe ich jetzt auch geguckt hier nach Höchstgeschwindigkeit. 264 war ich beim letzten Mal mit dem Track Race, haben wir ja da hingekriegt. Deswegen gucken wir jetzt mal hier, Alter, wie sich das jetzt anhört. Alter. Okay. Das hört sich ja geil an. Alter Verwalter. Also wenn ihr jetzt auch so ein basslastigeres Headset habt, viel Spaß. Eieieiei. Das Ding ist ja jetzt richtig brachial. So. Was war 38 Watt? Okay. Nur ist dann auch nicht ohne, ne? 38 Leute. Einholen. Ah, schön draufbleiben. Hey. Okay. Aber geile Strecke. So. Was haben wir jetzt? 12, 13, alles klar. Na, was war denn das hier gerade, hä? Ja, lol. Ja, cool. Kurz mal ab, ne? Aber es ist anscheinend so gewollt hier. ja, weil eigentlich ja gerade die durchgezogene weiße Linie war. Na, mei. So. Oh, scheiße. Oh. Da war ich jetzt gerade wohl ein bisschen zu viel auf dem Gas. Entschuldigung, Kollege. Ja, die Hälfte haben wir. Alter, was eine Strecke. Krass. Wow. Oh, fuck. Was? Mich holt keiner ein? Okay, was? Was war das jetzt gerade für eine Trophy? Na, muss ich ja gucken. Ich werde natürlich hier, wie vielleicht schon gewohnt, die ganze Trophäen ja eh unten in die Videobeschreibung reinballern. Von dem her werde ich es mal sehen. Ich hole keinen ein. Hä? 20 haben wir beim letzten Mal ja schon eingeholt. Also an dem kann es nicht liegen. Keine Ahnung. Hä? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall jetzt noch eine gute Minute. Das ist jetzt natürlich nicht einmal zu viel hier. So. Wow. Also ich bin ja echt immer am Limit mit meinem Gas geben hier. Oh, sehr schön. Sehr schön viele Motorräder hier. So. Gut, ich verschenke da jetzt mal so eine knappe Sekunde ja, mit dem halbwegs wegdriften. Aber ich will das jetzt hier schaffen, ne? So einfach ist das. Da musst du schon mal ein bisschen was riskieren hier. Oh shit. Oh sorry. Ah, das sieht jetzt gut aus. 40 Sekunden für 4 Leute. Das werden wir wohl hinkriegen. Das ist genau das, was ich beim letzten Mal meinte, mit von wegen, ja, irgendwann kommt so eine Strecke und ein Bike, wo ich das hier schaffen werde. Ja, doch. Ja, locker. 30 Sekunden für den hier. Zack.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Gold. Ah, okay, guck mal. Ich muss ja echt noch weiterfahren. Das endet ja nicht automatisch, sondern ist Ablauf der Zeit abhängig. Ja, mal gucken, wie viel wir noch schaffen, ne? Wie viel schaffen wir jetzt noch on top? Oh, wenn ich so weiterfahre, fast gar keinen mehr. Oh, shit. Boah, die Kurve ist ja aber echt krass. Wow, nein, 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 nein. Ja, guck mal, der eiert hier aber auch ganz schön rum hier. Was hat denn der vor? So. Alles klar. So, perfekt. 3 Sekunden noch, 42 haben wir. Ja, locker. Passt, erster. Bam. Wollte ich gerade sagen, jubel jetzt ja nicht, wenn die Kurve kommt. Pling, mach Platz. Da ist die Trophy zur Ostermal Gold Trophy in Drag Race. Boah, geil. Geschafft. Geile Sache. Geht doch. Nice. Jetzt wird echt nur noch Teamrennen. Können natürlich mal speziell mal noch gucken, weil da brauchen wir auch noch Platz 1. Und da ist natürlich auch immer davon abhängig, wie mein Teamkamerad mitfährt. Weil ja logischerweise alles zusammengezählt wird und dann hier so ein Durchschnittsrang ermittelt wird. Und dann hat man schlussendlich den Endrang etc. Also, dass ich da hier Oster 10 Punkte und dann hier Teamkamerad wäre Dritter oder sowas hier. Dann wären das, keine Ahnung, 6 Punkte, also zusammengerechnet 16. Ja, wenn ein anderes Team besser wäre wie 16 Punkte, ist man logischerweise nicht Erster. Tja, aber das muss auch mal noch irgendwann her. Aber jetzt lass mal hier gucken. Rang 180 brauchen wir auf die nächste Elite-Trophäe. Och, kommt schon. Hätte sie nicht nur ein Rang höher sein können, dann wäre es nämlich hier gleich die nächste Trophäe gewesen. Aber ne, so wohl nicht. Wir können ja gerade mal gucken, ne? Lass mal gucken, wo hier ein Teamrennen ist. Das Track. Track-Rennen. Ach komm, scheiß drauf. Das machen wir auch fix mit. So, was haben wir hier? Die brutale 800. Oder Street Triple. Ne, dann nehmen wir die. Glasklar. Nehmen wir wieder die gute alte brutale 800. Track-Rennen ist natürlich auch nice. Ratzfatz erledigt. Ja. Auf der Suche eigentlich theoretisch praktisch ja hier nach einem Teamrennen. Jo, gucken wir jetzt einfach mal durch. Die Übersicht zeigt es ja eh mal an. Bis auf die eine Silver Trophy noch haben wir jetzt bisher alles Gold. Von dem her sieht man das auch ratzfatz, wo man hier noch nichts gefahren hat. Ah, ja. So, einmal ein Drag-Turnier. Eigentlich dürft ihr mit der auch gute Chancen haben. Die ist auch gut aufgebockt. Jo, passt. Bestätigen. Ah, cool. Schon wieder 2 Trophäen. Aber was war jetzt die andere da? Oder überhole so und so viel insgesamt. Weil wir sind ja schon ein paar Mal jetzt gefahren. Könnte natürlich das auch gewesen sein. Ja, komm los. So. Zack. Schauen wir mal. So. Oh, wieder zu früh geschaltet. Aber egal, ich sehe jetzt schon wieder hier meilenweit davon. Ja. Ah, keine Chance. Der Kollege. Okay, wenn einer jetzt natürlich eine brachiale Endgeschwindigkeit hat, habe ich ein Problem. Ach ne, der auf jeden Fall nicht. Der nicht. So, zack, nächste Runde. Passt. Genau. Maurizio Pastore. Der nächste. So. So kann man natürlich auch ratzfatz die Ränge hochsteigen, ne? Ich glaube, das werde ich jetzt auch so machen. Dass ich immer nur Kopf an Kopf Drag rennen und was war das andere? Ja, Track Day, ja. Ne, Track rennen. Drag rennen. Was war denn das noch? Irgendwas schnelles Drag rennen. Kopf an Kopf. Ich glaube, das war's, ne? Die beiden. Ja, die ist bevorzugt fahre. Natürlich muss ich dann dementsprechend hier ratzfatz immer Bikes kaufen. Wenn ich natürlich keine Kohle mehr hätte, gut, da muss ich nochmal was anderes zwischenschieben. Aber so klingt es erstmal nach einem Plan, dass man hier die Ränge nach oben pushen kann. Ja, doch, das machen wir jetzt auch so. Genau. Und da sehe ich es dann schlussendlich, wie wir eben hochkommen. Michael Smith ist der Endgegner im Finale hier. Genau, wie wir eben hochkommen der Ränge. Vielleicht reicht es ja auch schon bis Rang 1, glaube ich zwar stark nicht. Aber dann würde das ja erstmal reichen. 50 Bikes brauche ich eh, von dem her muss ich kaufen.
Oh, der hängt aber jetzt hier gut am Hahn. Oh. Noch ziehe ich davon, aber noch beschleunige ich auch. So, und jetzt ist Feierabend. Kommt er ran? Ne, kommt er nicht. Nö, schafft er nicht. Aber man sieht, das ist jetzt schon hier hart am Limit. Mit der Höchstgeschwindigkeit und so. Also so weit hinten dran ist er gar nicht. Gut, zwar den noch nur zweiter für ihn, aber mei. Ha? So, passt. Erster. Jupp, bestätigen. Zurück. Alles klar. Das ist fertig. Wieder ein paar Ringe höher. Jetzt machst du auch nochmal gleich blinken wegen hier Erreichen des Rang 200 und drunter. Oder drüber Richtung 1, je nachdem, wie man es jetzt gerne sehen will. Auf jeden Fall von der zahlenmäßigen Idee her. Logischerweise drunter. Unter den Top 200. So, genau. 100 Ränge bisher aufgestiegen. Obwohl, da sind wir halt doch schon relativ viele Rennen gefahren für nur 100 Ränge, ne? Und es wurde immer weniger, was man aufsteigt. An Rängen an sich. Weil die Rufpunkte dementsprechend höher werden. Die man benötigt hier für ein weiteres Level Up. Da genau, Schritt für Schritt ist das für die Top 200. Da sind wir jetzt genau 196, nur noch 5 Ränge nach oben.